Gutes Fußballwetter haben wir ja hier. Sie sehen's. Willkommen zu dieser Partie heute Abend. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Heute übertragen wir für Sie eine hochklassige Partie. Könnte heute ein klasse Spiel werden, Buschi. Tja, Wolf, das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. Also wenn die auflaufen, dann weißt du, was du bekommst. Das wird ein intensives Spiel, Buschi. Ja, Wolf, weil sie natürlich immer wieder über das Pressing kommen, weil sie dem Gegner auf den Füßen stehen, weil sie ihm keine Luft zum Atmen geben. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Sie entscheiden sich für ein konventionelles 4-5-1. Und das heißt also, im Mittelfeld wollen Sie mit dieser Überzahl das Spiel kontrollieren, wollen es dominieren, dem Gegner Ihr System aufzwingen. Bei der DFB-11 unangefochtener Rekordnationalspieler ist ja nach wie vor Lothar Matthäus, Buschi. Wolf, unglaubliche 150 Einsätze für Deutschland. Ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit jemand gefährden kann. Timo Werner. Pass erneut zu Werner. Geblockt vom Verteidiger. Wirtz. Niklas Füllkrug. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Roman Jaremczuk. Zinchenko. Viktor Tsigankov. Aus dieser Hereingabe wird also erstmal nichts. Wer wird heute der wichtigste Spieler sein? Viele vermuten, dass vor allem Florian Wirtz. Moment, jetzt könnte es gleich krachen. Es läuft für Sie. Früh gehen Sie hier in Führung. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Die deutsche Elf liegt vorne, das Spiel geht weiter. Stepanenko. Schwache Aktion, Ballverlust. Wolf. Timo Werner. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Aber dann können Sie da doch nichts draus machen. Ball ist weg. Can. Füllkrug. Wirtz. Timo Werner am Ball.
Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Die Möglichkeit. Niklas Füllkrug. Werner. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Alexander Tschinchenko. Roman Jaremczuk. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Jetzt der Schuss! Und den hält er fest, gut gemacht. Havertz. Am Ball Werner. Vorteil für Deutschland. Wirtz. So, was machen Sie draus? Timo Werner. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Ruslan Malinowski. Ja, das ist ein guter Pass. Aber dann bleibt dieser Steilpass doch hängen. Gefahr erstmal bereinigt. Havertz. Niklas Füllkrug. Da lassen sie den Ball gut laufen. Da sind sie da, guter Block. Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. Und damit ist der Ball weg. Havertz. Und wieder treffen sie. Zwei Tore Führung nun also. Es läuft für sie. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Schiedsrichterin lässt Vorteil auf. Andrea Molenko. Ruslan Malinowski. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Jetzt gibt es einen Einwurf. Gelb gibt es hier auch noch. Grund war diese harte Aktion eben. Alexander Tschinchenko. Den Ball holt er. Werner. Wirtz. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Ganz stark abgeblockt. Ball geht direkt zum Gegner. Der Pfiff der Schiedsrichterin. Hartes Einsteigen, das jetzt eventuell sogar mit Gelb bestraft wird. Ich glaube, da muss die Schiedsrichterin Gelb geben. Sehe ich auch so die richtige Entscheidung in dieser Szene. Sie lassen sie jetzt erstmal kommen. So, immer weiter läuft der Ball. Immer weiter suchen sie die Lücke. Niklas Füllkrug. Havertz. Zurück auf Kai Havertz. Marius Wolf. Sie suchen die Lücke. Super gemacht. Gute Verteidigung. Jetzt können sie vielleicht kontern. Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Jetzt die Chance. Gehalten. Stark gemacht. Wolf. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne und auch die Chancen holen sie immer wieder raus, sind enorm aktiv. Also mit dieser Führung im Rücken können sie fast beruhigt aufspielen. Macht sich ganz lang, was für eine Parade!
Ecke kommt ins Zentrum. Noch ist der Ball gefährlich da hinten. So, der Pausenpfiff beendet diesen ersten Durchgang. Jetzt ist erstmal durchatmen angesagt. Er ist heute einer der auffälligsten. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm und einmal hat der Ball ja auch schon gepasst. Herr Spiel. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Viktor Tsigankov. Andrei Jarmolenko. Geht dazwischen und hat den Ball. Havertz. Füllkrug. Wolf. Die DFB-Elf greift hier an. Schön dazwischen gegangen. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Zinchenko. Ruslan Malinowski. Kein guter Ball, das war's also erstmal. Can. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Fast das Kopfballtor, aber nicht drin. Ah, das ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Erstmal Ballverlust. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Oh, toller Pass, gute Aktion. Sie verlieren den Ball. Wirtz. Ball wieder zu Serge Gnabry. Ui, keine gute Aktion. Ja, das Tor war frei, aber trotzdem, den musst du erstmal von dort aus treffen. Schwerer Fehler und sowas wird natürlich bestraft. Klar, das darf nicht passieren. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Timo Werner. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Fast schon leichtfertig vergeben, diese Gelegenheit zum Konter. Ist hier immer noch am Ball. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Havertz. Havertz. Wolf. Wirtz. Marius Wolf. Timo Werner am Ball. Da hat er die Chance. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Sie nehmen den Wechsel vor. Er geht in den Strafraum. Sie spielen erstmal raus.
Ja, das ist natürlich nicht leicht, da jetzt durchzukommen. Kai Havertz. Sie holen sich den Ball. Roman Jaremczuk. Er versucht's. Riesenparade, Ter Stegen. Gibt's doch gar nicht. Weltklasse. So, Ecke kommt. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Mikola Matvienko. Gefährlicher Schuss. Ter Stegen, klasse Parade. Wir sehen die kurze Variante. Sehr kraftvoller Schuss, aber geht nicht rein. Hat nicht viel gefehlt. Emre Can. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Timo Werner. Mario Götze. Sie können es machen. Timo Werner. Götze. Emre Can. Timo Werner am Ball. Gute Chance. Gehalten! Ganz starke Aktion. Der Befreiungsschlag. Die Chance auf den Konter. Ja, sie versuchen es weiter. Ball kommt rein. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Jetzt Götze. Wolf. Götze mit dem Ball. Werner. Wirtz. Gnabry. Macht sich ganz lang. Was für eine Parade. Sie wechseln jetzt. Kimmich führt aus. Gehalten, aber die Chance ist noch nicht vorbei. Kimmich. Der Ball für Goretzka. Der Ball ist drin und damit wird es noch deutlicher. 4 Tore Führung, also das Ding ist durch. Ausgangspunkt für dieses Tor ist natürlich dieser halbherzige Befreiungsschlag. Also sie bringen den Ball nicht richtig raus, die Szene geht weiter und dann fällt der Treffer eben doch. Also da musst du konsequenter agieren. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Roman Jaremczuk. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Weiter die deutsche Mannschaft, gibt Vorteil. Da kommt der Schuss. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Sie können den Ball abfangen. Serge Gnabry. Nee, nicht drin. Was für eine Chance. Schöner, platzierter Ball, aber nicht platziert genug. So, damit ist diese Partie beendet. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste verlieren also diese Begegnung.
Das ist bitter. Schauen Sie sich dieses Ergebnis an. Was für eine Niederlage. Das müssen Sie jetzt erstmal verdauen und das wird nicht leicht. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.